Hallo Leute, willkommen zu einer neuen Folge Street Art. Und heute gibt es eine Premiere. Wir werden nämlich mal hergehen, nicht nur sammeln oder schauen, sondern wir werden auch mal den Gegenständen neues Leben einhauchen. Ihr könnt dabei sein, wie wir ein bisschen basteln, kreativ werden und die Sachen aufarbeiten. Viel Spaß dabei. Wir beginnen in der Neckarstadt. Oh, das klebt total eklig. Das ist ein Plastikteller. Ach, der ist aber schön. Ach, der ist ja noch schöner, der ist ein bisschen sauber. Da kommen noch mehr so schöne Teller. Die sind aber echt toll. Was haben wir hier? Nice. Manchmal habe ich ein bisschen Angst reinzuschauen in so Tüten. Oh, da ist leider nur Schrott drin. Aber hier schöne Deckel. Das Grauen. Das ist doch aber auch noch nett und benutzbar. Schöne Aufhängung fürs Bad. Und hier auch noch gebrauchen. Und hier ist noch sowas. Alles vorhanden. Kühlschrank des Grauens. Ich habe schon schlimmere Kühlschränke gesehen. Hallo. Hallo. Schöne Sachen. Ja, die müssen jetzt mal alles reinschmeißen müssen. Ja, die hätten das alles da reinschmeißen müssen. Aber die haben es neben dran geworfen. Ich hab's mit dran. Nee, das ist so viel Müll, gell? Ja. Da kommen die Autos mit den Autos her, gell, und schmeißen das Müll hin. Okay, verstehe. Das war heute Mittag, gell, wo ich vorbei war, mit meinem Bester. Ja. Das ist im Jungengang Baugesellschaft, gell. Da haben wir das gesehen schon, aber das war noch nicht. Okay. Aber so, wieder anderes Zeug hingekommen. Ja, verstehe. Ja. Tschüss. Tschüss, ja, tschüss. Und dann gibt es auch wirklich immer wieder einzigartige Sachen zu entdecken. Hier die Stupa von Bodhnath im Nepal, einem der bekanntesten Pilgerorte der Buddhisten, ein Magnet. Weiter geht's, wir sind jetzt in Herzogenried und hier liegt auch ein kleiner Haufen. Was an diesem Haufen besonders war, ist dieser schöne alte Schrank. Hier diese Klemmen zum Festmachen aus Buchenholz, man hört es schon am Klang. Und der alte Schrank ist eigentlich wirklich noch gut gewesen. Man hätte den mit bisschen Aufwand schön restaurieren können. Das Holz war wenig wurmstichig. Also wer auf sowas stehen würde, der würde das hier finden. Dann gibt es da immer noch die schönen alten Beschläge. Das sind Messingbeschlag. Der hat nur etwas Patina. Könnte man wieder zum Glänzen bringen. Könnte man auch sammeln. Ihr wisst ja, ich liebe Beschläge und Griffe. Und auch hier die Türen mit Furnier in der Mitte.
noch ein schöner Beschlag. Also ein zweitüriger Schrank. Richtig toll. Hier die Rückwände, ordentlich beschriftet zum Zusammenstecken. Also diese alten Schränke faszinieren mich immer wieder. Dieses Prinzip, dass man die einfach so auseinanderbauen kann, mit diesen Holzkeilen zusammenklemmen kann. Ich finde es echt toll. Schade, dass wir nicht ein bisschen mehr Zeit gehabt hätten. Schon hätten wir den mal professorisch einfach mal aufbauen können, damit man mal sieht, wie das ist und wie der aussieht. Was für ein schöner Beschlag, hey. Hammer. Wow. Meine Güte, was habe ich die früher gelesen? Also eigentlich habe ich immer nur die Abenteuergeschichte gelesen aus diesen Büchern. Das ist doch aber auch ganz nett. Noch ein Sack voll Klamotten. So, ich bin ein bisschen zu Fuß unterwegs. Ich gehe etwas spazieren, vertrete mir die Beine. Bin am Rand unserer großen Stadt, ein bisschen so in einem Außenbezirk. Und auch hier gleich sind mir die Sperrmüllhaufen, die haben mich quasi angesprungen. Und ich habe gedacht, ich gehe mal hier die Straße entlang, weil ich sogar mehrere Haufen gesehen habe. Und wir gucken jetzt einfach mal, was wir hier so entdecken können. Also ein wunderbarer Teppich, wo es hinpasst. Diese Teppiche, die da rumliegen, die haben meistens fast gar nichts. Ja, auch ein paar Kuriositäten hier, ein paar schöne Schuhe. Und hier die bekannten Körbe, die fast jeder zu Hause hat. Noch ein paar Teelichter drin. So langsam bin ich wirklich der Meinung, es gibt nichts, was man nicht findet auf der Straße, und immer wieder Kuscheltiere, die weggeworfen werden, die eigentlich, finde ich, noch in einem ganz guten Zustand sind. Die meisten könnte man auch, wenn man das möchte, einmal waschen, und dann sind die meistens wieder wie neu. Und hier, das ist ein Teil von einer Rutsche. Hier haben wir wieder eine Matratze. Also was mir auffällt, Kühlschränke und Matratzen, das wird irgendwie gerne entsorgt. Und hier meine Leidenschaft, Beschläge, ja, die waren jetzt nicht so schick. Und hier steht noch ein Bürostuhl und irgendwie ganz viel Möbel, zum Teil Hängeschränke, die auch noch brauchbar gewesen wären. Ja. Und hier steht ein schöner Stuhl, aber leider, der Stuhl steht zurecht hier, denn es fehlt ihm ein Bein. So, wir gucken noch mal ein bisschen genauer an dem Haufen. Wir untersuchen mal noch diese Körbchen. Hier ein ganz toller Messingkerzenhalter und ja, hier was für die Handmuskulatur, ist schon kaputt. Das hier sind Buchstützen. Und hier eine Kindergarderobe, ja, hier kann man nochmal die Teelichter sehen. Da hat jemand sein Essen hingestellt. Und wie eingangs schon erwähnt, wir wollen ja heute auch mal ein bisschen was restaurieren von den Sachen, die man da so findet bzw. geschenkt bekommt. Und die Hermine, die ist auch schon ganz neugierig, die wird gleich dazu stoßen, und wir gehen mal rüber in die Garage. Hallo Hermine, du hast mich jetzt sprechen hören, gell? Jetzt denkst du, hier gibt's was, aber hier gibt's eine Trödel. So Leute, hallo.
Ich habe nicht immer mein Handy dabei, wenn ich unterwegs bin, beziehungsweise vieles wird mir auch geschenkt. Und ich wollte jetzt einfach mal zeigen, was sich so die letzten Wochen angesammelt hat. Alles kann ich nicht zeigen, es wird den Rahmen sprengen. Aber ich zeige einfach mal so ein paar Gegenstände. Und wenn ich es noch weiß, ja, dann sage ich mal auch, wo die Sachen her sind. Ja, ihr wisst ja von mir, wenn ihr auf dem Sperrmüll unterwegs seid, immer fragen oder gucken, wie das bei euch geregelt ist mit dem Sperrmüll. Ja, immer fragen, ob ihr das nehmen dürft. Ich habe ja sehr häufig das Glück, eigentlich meistens, dass ich die Leute direkt antreffe, die da den Sperrmüll rausstellen. Und da ist es ganz einfach, da hat noch keiner Nein gesagt, wenn ich gefragt habe, ob ich was haben kann. So, jetzt schauen wir mal. Hier steht noch mein Müsli. Es ist zwar schon Nachmittag, aber ich habe noch nichts gegessen. Und wir fangen einfach mal hier drüben an. Das ist so ein zerkleinerer. Funktioniert auch tadellos. Ja, man sieht hier an der Schnur und dann hacken die Messer hier innen drin. Von mir aus die Zwiebel klein. Ja, das kann sein, dass ich das eine oder andere vielleicht schon mal irgendwo gezeigt habe. Das ist ein ganz witziger Gelbbeutel. Ich glaube, es könnte eine Kartoffel sein. Ja. Was habe ich noch gefunden? Ah ja, hier, das habe ich geschenkt bekommen. Das ist so Zahnseide, ganz klein, in einer süßen Blechdose verpackt. Ein Schweizer Taschenmesser. Auch in Miniatur, hat mir auch jemand geschenkt. Dann, was haben wir hier? Das ist echt was Tolles. Ich hoffe, ich kriege das mit einer Hand raus. Ja, jetzt ist es rausgefallen. Ich lege es mal hier hin. Ich glaube, das soll ein Zahnstocher sein. In so einer schicken, Verpackung. Ich hoffe mal, er ist unbenutzt. Wir legen es mal auf die Seite. Ja, nochmal ein Taschenmesser. Hier eine alte, schöne Backform in Herzform. Ich stelle es mal auf den Boden. Und da kommt ja schon wieder die Hermine. Hier eine Kuchenform. Die hatte ich gefunden auf einer Radtour Richtung Heidelberg. Da hat jemand was rausgestellt gehabt, auf einem kleinen Tisch. Da gibt es auch ein Video zu und da stand dann drauf, zu verschenken oder zu mitnehmen. Ich finde sie wirklich schön. Ich mag so alte Sachen. 70er Jahre finde ich toll und richtig alte Sachen finde ich toll. Ich mag den ganzen alten Trödel. Vor allen Dingen hat er halt auch so eine Individualität. Genau, was haben wir hier noch? Eine schöne Holzschale für welche Chips. Toll herausgearbeitet. Hier diese Maserungen mit dem Stechbeitel. Oh, hier auch ein ganz tolles Stück. Ich gehe mal auf den Boden, der ist echt schwer. Ein ganz tolles Stück. Ein alter Leitz-Locher, aber ein riesengroßer. Ja, das wäre auch mal ein tolles Projekt, den wieder gangbar zu machen. Hier kann man das öffnen. Und könnte hier jetzt die Papierschnipsel, was man ausgestanzt hat. Okay. So will er nicht mehr gehen. Könnte man hier rauslassen. Ja, er hängt ein bisschen. Ich glaube, man muss mal ein bisschen Arbeit reinstecken. Gehen wir mal wieder auf den Tisch. Was haben wir denn da noch? Kerzenständer. Der ist ein bisschen voller Wachs. Da habe ich mir schon überlegt, wie kriege ich denn das Wachs weg? Ich habe auch schon eine Idee. Vielleicht gibt es dazu ein Video. Ah, hier ist auch ein ganz witziges Gerät. Das ist ein Greifer. Wenn irgendwo was liegt, wo man nicht drankommt, dann könnte man mit diesem Greifer, wenn man es kann, oh, es hat sogar geklappt, kann man das rausholen. Vielleicht eine Schraube in den Motorraum. Nicht schlecht, gell? Ja, was haben wir denn hier noch? Man glaubt es gar nicht, es ist ja wohl ein neuer Benzinkanister, da war auch noch etwas Benzin drin. Wo kann man den Benzinkanister finden? Ja, die findet man einfach im Wald, weil irgendjemand in den Wald geht mit,
mit einem Benzinkanister und dort ein Feuer macht und dann den Kanister einfach in den Wald schmeißt. Ja, was habe ich hier noch? Oh, das ist auch ein ganz tolles Teil. Ups, das ist auch ein ganz tolles Teil. Das hier ist eine alte Garderobe und ich finde die echt viel zu schade zum Wegtun. Und ich habe vor, hier mal diese Schnüre auszutauschen, die Garderobe ein bisschen sauber zu machen, ein bisschen zu restaurieren. Gibt wahrscheinlich auch ein Video. Ah ja, das kennen manche vielleicht schon. Auch ein Straßenfund, ein altes Waschbrett, super schön verzogen, schön wurmstichig. Also wirklich, was könnte man damit nicht alles machen? Man kann hier, keine Ahnung, Rezepte draufschreiben oder Infos draufschreiben. Man könnte hier oben irgendwie eine Botschaft, einen Spruch reindrucken oder so. Ja, also die Möglichkeiten sind unbeschränkt, wie man dieses schöne Teil noch einsetzen könnte. Man könnte natürlich auch noch Wäsche waschen, wenn der Strom ausfällt. So, was haben wir noch? Den Spiegel habt ihr vielleicht auch schon gesehen. Den habe ich auf einem Supermarktparkplatz gefunden. Den will ich irgendwann auch mal noch reinigen. Was gibt es jetzt hier noch? Ja, das hat mir jemand geschenkt. Das ist eigentlich nicht schön. Es ist schon ein bisschen verblichen. Aber ich habe so eine Idee. Ich will da ein bisschen mit Holz arbeiten. Und dann glaube ich, könnte das eigentlich, weil die Haken hier ganz nett sind, könnte das eigentlich wieder eine schöne kleine Garderobe werden. Hier liegen noch ein paar Einzelteile. Ich hoffe, ich kriege das wieder zusammen. Und zwar ist es so eine alte 60er, 70er Jahre Garderobe. Da hinten seht ihr das schwarze Stange von der Garderobe. Dieses Teil muss irgendwie da drauf. Und hier unten eine Steinplatte. Muss ich alles noch ein bisschen reinigen. Und ich finde es der Hammer. Ich liebe 70er Jahre Zeug. Ja. Und was gibt's noch? Hier habe ich von so einem schwedischen Möbelhaus auch auf der Straße gefunden. Ja, so eine Aufbewahrung für Duschsachen, für Dusch- oder Badutensilien. Das ganze Ding lag etwas lieblos auf der Straße rum, war sehr dreckig. Ich habe es einmal in den Geschirrspüler. Und es ist es eigentlich wie neu rausgekommen. Auch dieses Sieb, waren noch ein paar Haare drin, mich hat es nicht gestört. Ich habe es einfach sauber gemacht. Jetzt ist es hier. Hier mein Fahrradmontageständer. Da hängt auch mein Stativ dran. Das war auch ein Geschenk. Und der Montageständer ist, glaube ich, das erste Projekt, mit dem ich heute mal anfangen werde. Der wird einfach mal, wir gucken mal, wie der, wenn man den ein bisschen sauber macht, wie der wieder rauskommt, der Montageständer. Und ob er noch funktioniert. Hat auch zum Teil ein bisschen Rost hier angesetzt. Da gibt es auch Videos, wie man den Rost wegbringt. Geht eigentlich wunderbar mit Zitrone. Okay, Leute, das soll es mal gewesen sein. Ich wende mich jetzt wieder mal Müsli zu. Und dann nehme ich mir einen dieser Gegenstände und versuche den mal wieder ein bisschen herzurichten. So Leute, ich zeige mal, was ich benutzt habe. Hier so zwei Bürstchen und hier so ein Stahlschwamm, aber das ist nicht wirklich Stahl, ist kein Akkupatz oder sowas, ja, sondern das ist Plastik.
Und ihr könnt sehen, das Teil, es war total verdreckt, es war staubig, es war klebrig. Ja, es war zum Teil ein bisschen Flugrost dran, die Schale. Es ist alles wie neu, es strahlt, es glitzert, es blinkt. Ja, also es sieht eigentlich aus wie aus dem Laden. An einer kleinen Stelle gibt es ein bisschen Rost. Ihr wisst ja, mit Zitronensäure kriegt man das weg. Hier, es fehlt eine Kappe. Habe ich schon geguckt. Diese Kappe hier, diese Abdeckkappe, ohne die kann man es nur schlecht verwenden. Aber die gibt es wirklich zum Nachbestellen für kleines Geld. Und das Teil funktioniert wieder. Jetzt hängen wir mal was dran. Es hängt wunderbar. Also ich bin total begeistert. Super Arbeitshöhe. Einfach von der Straße. Ich bedanke mich nochmal bei den Leuten für das Geschenk. So Leute, hallo, schaut mal, ich bin gerade ein bisschen unterwegs an der Autobahn, ich glaube es ist die A6 und wollte eigentlich zum Fahrradgeschäft fahren, weil meine Bremse hier vorne, die lässt sich ein bisschen weit durchziehen und ich wollte mir neue Bremsscheiben besorgen und als alter Streetart, als alter Müdelsammler hier mitten in der Brache hat jemand einfach ein paar Steine hingeschmissen. Sieht aus wie so ein altes, keine Ahnung, Straßenschild oder vielleicht war es auch ein Fahnenmast, was auch immer. Aber die haben mal ihren Müll hier hingeschmissen. Ist zum Glück kein Müll, der irgendwie jetzt große Probleme macht. Aber es sind schöne Steine dabei. Schönes Mosaikpflaster, Quarzpflaster. Hier auch mal ein Sandstein. Wunderbar. Kann man einfach alles so finden draußen. Und hier mal wieder eins meiner liebsten Dinge, wenn die Leute das mal rausstellen und nicht gleich auf den Sperrmüll tun, ja, oder wegwerfen und einen Zettel dran machen. Auch noch gegen Wind geschützt, ja, dass er nicht gleich wegfliegt. Und da steht drauf, zu verschenken, ein riesengroßer, schöner Gartentisch. Mit Glasplatte. Und hier, wir fahren mal ein bisschen durch die Tschernau, wie wir in Mannheim sagen. Und da gibt es auch immer echtes Leben zu entdecken. Ja. Einer meiner liebsten Stadtteile, denn hier pulsiert die Luft. Und hier gibt es immer ganz, ganz viel wilde Sperrmüllhaufen oder wie man das nennen möchte. Vielleicht ist es ja auch gar kein Sperrmüll, vielleicht sind es ja nur Abfallhaufen. Aber selbst in diesen total zerflitterten Haufen findet man was, zum Beispiel eine Pfandflasche oder schicke Einkaufswagen. Und wenn man dann weiterfährt, dann findet man etwas für seine Sammlungen, zum Beispiel für die Strahlersammlung, habe ich hier mal wieder einen Speichenstrahler gefunden. Ich bin total froh, der ist nigelnagelneu und der kommt natürlich zur Sammlung. Da gibt es ein paar Videos drüber, könnt ihr mal schauen. So Leute, mal wieder unterwegs und eigentlich wollte ich zum Einkaufen und ja, wieder ein Sperrmüllhaufen. Und hier ist ein historischer Ort, hier sind nämlich die Dreiswerke gewesen. Und hier liegt jede Menge Spielsachen rum, die so aussehen, so ein bisschen auch wie von einem Einkaufsladen. Hier ein Brot, ein kleines, ein Tellerchen und so kleine Lebensmittelverpackungen. Eine Melone aus Schaumstoff. Und wir gucken mal weiter. Hier ein schöner Türgriff. Ihr wisst ja, Beschläge haben es mir immer angetan. Ein richtig moderner Türgriff hat mir gut gefallen auf meinem Fahrrad. Bald habe ich 23.000 Kilometer drauf. Diese Autobahn oder wie man es nennen will, Carrera-Bahn ist es nicht. Diese Parkgarage sah echt toll aus. Leider schon ein bisschen auseinandergenommen. Hier kommt nochmal ein Löwe aus Filz. Also auch ein richtig tolles Teil. Ob es mal ein bisschen wieder so hingestellt, dass es vielleicht jemand sieht und findet. Und dann kommt jetzt hier gleich
Also der Megastuhl, ich sag Königsstuhl dazu. Tatsächlich heißt er wohl Geburtstagsstuhl und das ist von einem ganz renommierten Hersteller. Ja, er wackelt ein bisschen, muss man sich mal um die Beine kümmern, aber der Stuhl, also mir da richtig gut gefallen. Und aber ich gehe jetzt mal weiter einkaufen. So Leute, man glaubt es nicht, eine gute Freundin hat mir gerade eben hier diese Tüte gebracht und jetzt schauen wir mal rein, was da für Schätze drin sind. Irgendeine Halterung aus Messing. Ich weiß nicht, man konnte hier vielleicht mal was reinklemmen. Vielleicht Billardkös. Ich habe keine Ahnung, was das ist. Wow. Alles noch ganz staubig. Kaffeemühle. Echt toll, echt schön. Super. Mit alten Kaffeemühlen kann man auch wunderbar Müsli mahlen. Noch eine Kaffeemühle. Ja, klemmt ein bisschen. Ah, hier haben wir. Hier sind noch ein bisschen Kaffeereste. Und hier haben wir eine Schublade aus Metall, aus Aluminium. Super. Und wie geht das hier? Hier ist ja kein Knüppel, kein, um das aufzumachen. Das geht so. Toll. Tolles Teil. Noch eine Kaffeemühle. Hammer. Was für eine schöne Technik, oder? Ach Gott, da ist auch noch Kaffee drin. Kann man sich gerade mal aufbrühen, ob das noch schmecken würde. Modell Rekord. Eine schöne kupferne Bettpfanne mit Kalkresten drin vom Wasser. Und ein paar alte Bügeleisen. Zum Glück geht es heute praktischer. Aber dieses Bügeleisen, das ist ja echt der Hingucker. Das hat einen Griff, den kann man so aufmachen. Ja, also da kann man das Bügeleisen auf dem Ofen irgendwie erwärmen. Und dass man sich nicht verbrennt, kommt man dann mit dem Holzgriff. Macht es ein bisschen geschickter wie ich, kommt man mit dem Holzgriff und dann kann man bügeln. Mein Gott, was tolle Sachen. Ich sag da. So Leute, hallo, jetzt schaut mal, ihr habt es ja vorhin gesehen. Diese Hakenleiste, die da so ein bisschen verblichen war und gar nicht mehr schön war. Ich habe jetzt wirklich einfach mal dieses Teil hier dann befestigt. Hier Leute, schaut, 3 Löcher reingebohrt. Und ein paar Schrauben. Und jetzt, hier habe ich leider ein Stück zu weit gebohrt. Ja, ein bisschen zu schnell gemacht, aber kein Problem. Und jetzt hat man aus so einem Wegwerfgegenstand, finde ich, die schönste Garderobe der Welt gemacht. Total individuell. Mega schick. Macht's gut. Und vielen Dank fürs Zuschauen. So Leute, es ist ein ziemlich langes Video geworden und es kommt auch noch ein bisschen ein längerer Text aus einem Buch, das nennt sich Seitwärts. Es ist eine Kurzgeschichte, ich werde sie aber nicht ganz vorlesen, nur die erste Seite. Überschrift: Omas Finger ist weg, Food Saving und ein schlimmes Geheimnis. Oma hatte ihren Finger verloren und wir suchten wie verrückt, konnten ihn aber nicht finden. Davor hatte sie ihn eigentlich täglich getragen, bis der Arzt meinte, es wäre jetzt gut. Sie hatte sich die Sehne abgerissen und trug so einen Plastikschutz und wollte den eigentlich weitertragen. Aber nun war er verschwunden.
wie so manches im Leben plötzlich ausgereist ist. Der Plastikfinger tauchte nicht mehr auf. Eine meiner Katzen, so eine schwarze, schlanke und etwas hinterhältige, schleppte mal ein offenes Paket Fliesenkreuze an und legte es auf die Terrasse. Ich überlegte, welcher meiner Nachbarn wohl gerade am Fliesen war und mal kurz aufs Klo musste oder sich einen Kaffee zog und wie er zurückkommt und weitermachen will, seine Kreuze vermisst. Nie würde man draufkommen, dass ein schwarzer Peter die genommen hat. Das sind die Momente, wo man im Leben durchdreht, weil man an sich zweifelt. Man kann nicht mehr weiterarbeiten, sucht und wütend wird und später verzweifelt und glaubt, sich in Gaslicht, dem alten Hitchcock schinken. Seine Frau ist genervt, weil es nicht vorangeht beim Fliesen und aus dem Stück Plastikkreuze für 50 Cent wird eine Ehe- und Lebenskrise. Da man die Lösung nie findet, wenn nicht zufällig im Fliesenkleber der Fußabdruck von Minka zu sehen ist, kommt es nach Jahren zu einer tiefen psychologischen Störung nach Freud. Mit Omas Finger war das ganz ähnlich. Nur war die Festplatte für Störungen schon wegen Überfüllung geschlossen. Gerade kam eine SMS rein. Sind in 20 Minuten an den Garagen. So Leute, das war's jetzt wirklich. Tschüss und nochmal vielen Dank.